Hier entlang. Pheromone. Harley, geht's dir gut? Süße, süße Harley. Dieses Mal bist du ein gutes Mädchen für Mama. Hey, Kinder, spielen wir eine Runde Ene, Mene, Morden. Oh, Catwoman ist cooler. Harley braucht ein Frauengespräch. Sorry, Harley. Ich versuche dich nicht zu kratzen. Whip it. Whip it like it's hot. Oh, schön. Au. I want to see your super. Und ich kann brüllen. Brüllen? Was ist das denn für ein lamer Spruch? Schön. Nicht so schön. Du bist jetzt mein Netter! Niemand zählt. Au! Au! Nein. Ich hau immer irgendwie so schräg nach oben statt geradeaus. Ich weiß auch nicht so richtig warum. So. Nein, daneben gehauen. Verdammte Axt. Ging schnell. Harley hat dir wirklich zugesetzt. Ah, jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Meine Freundin ist Männermordner Vamp. Arkham gab uns so viele Erinnerungen, Selina. Bezaubernde Wachen, nächtliche Pokerrunden, die Zwangsschocktherapie. Oh, stimmt ja. Du wurdest verschont. Dank deines Millionärs gespielen. Ich habe nicht um Sonderbehandlung gebeten. Was eine Mitleidsparty. Du brennst darauf, mir weh zu tun, nicht wahr, Blechmann? Was du verloren hast, bekommst du nicht wieder. Schon gar nicht unter der Gürtellinie. Die arme Harley hat an den falschen Rosen geschnuppert und erleidet jetzt einen Schock. Leb wohl, Püppchen. Na, dann kämpfen wir jetzt mal als Cyborg. Wir können sie nicht hier lassen. Ich werde dich niedermähen. Oh, Cyborg, wir müssen nicht kämpfen. Versöhnungskuss gefällig. Immer eine schöne Eröffnung. Ah, okay. Sie spawnt dann so eine kleine Pflanze, ist ja geil. Oh, ey, das wollte ich gerade machen. Halt. Ist das geil. Mega. Das ist so eine Mine, die sich dann durch ein Level bewegt. Okay, die ist am Boden. Versöhnungskuss gefällt. Legt sie Frauen vor, die nicht verrückt sind.
Hast du einen Defibrillator? Ja, aber... Nutz ihn. Harley? Und Ollie finden, wenn wir zu Brainiac gelangen? Dein Ernst? Sie sind bereits tot. Wieso musst du das sagen? Brainiac sammelt die Besten und wirft den Rest weg. Black Canary und Arrow gehören definitiv nicht dazu. Ich würde sie jederzeit gegen dich eintauschen. Wir sind da. Warte, Harley. Pass auf, dass uns keiner folgt. Nach dir. Bitte. Was ist Cyborg eigentlich für ein Arsch? Es ist zu still. Feinde, keine Fledermäuse. Ich hab Grodd gesagt, du wärst der Fledermaus loyal ergeben. Er nannte mich paranoid. Aber zumindest hat er zugehört, als ich meinte, Batman würde seine Höhle nicht so leicht hergeben. Deins gehört mir nicht nur das hier, sondern ganz Gotham. Catwoman. Ich muss mit Bane was klären. Von allen Wegen Batman leiden zu lassen, ist dein Schmerz einer meiner Liebsten. Du hast mich nie klein gekriegt. Oh, das war wohl beide die Idee, oder? Autsch. Cool. Schöne Motorrad. Oh, sie hat gar keinen... Ach doch, sie hat diese Klingen, die sich aufladen. Oben im Hintergrund die ganzen Anzüge, die ganzen Bettanzüge, das ist ja geil. Mika. Oh, coole Animation. Schade, er hat ihn nicht getroffen. Ich bin hier, um zu herrschen. Ich habe Mäuse getötet, die tapferer waren. Mit diesem Superangriff. Oh, da hinten sogar das, der Batwing. Na komm, weil es so schön war. Oh, dann hier. Autsch, autsch, autsch. Oh, jetzt wird er nochmal knapp hier. Wow, wow, wow. No! Ah, das war knapp. Hat dir das auch so viel Spaß gemacht wie mir?
Bereit, Brother Eye zu treffen? Wird wirklich Zeit. Das System läuft noch. Brother Eye braucht eine saubere Energiequelle. Eine, die Brainiac nie erreicht. Die Höhle hat Notstromgeneratoren. Das sollte reichen. Victor Stone, der Höhepunkt menschlicher Evolution. Jemand hat einen Bewunderer. Aber deine Menschlichkeit hemmt dein wahres Potenzial. Du musst sie eliminieren. Interessanter Gedanke. Da gibt's nur ein Problem. Ich bin ein Teamplayer und die Menschheit ist mein Team. Aber du bist zu so viel mehr fähig. Befreit von den Schwächen des Fleisches und der Emotionen. Offenbar auch befreit von meinem guten Aussehen und meinem Charme. Wow, okay. Wir brauchen diese Notstromenergie. Sofort. Also, Grid, fühlt sich dieser Kampf für dich auch so seltsam an? Jahrelang ruhte ich als Subroutine in deinem System. Als Anomalie. Nie stellte ich mir eine Existenz außerhalb von dir vor. Nun begreife ich meine Perfektion und deine Obsoleszenz. Da ist aber jemand eitel. Wow. Sagen, da war doch eine Interaktionsmöglichkeit. So, ja. Nein. Das ist echt so cool. Zwar keine Ahnung, wo die da sind, also was das wieder für eine Dimension ist, aber es ist super. Physik ist stärker als du. Darf hier jeder mal, oder was? Es ist nicht elegant, aber doch, es funktioniert. Gar nicht so perfekt. Notstrom aktiviert. Bringen wir die Party ins Rollen. Ein Mensch, nicht mal du, kann mein wahres Netzwerk kontrollieren. Das versuche ich gar nicht. Ich bring Brother Eye nur bei, dich zu ignorieren. Dieser kleine Erfolg wird euch nicht retten. Brother Eye ist online. Willkommen zurück. Danke, Miss Kyle. Warnung, Victor Stone ist in der Betthöhle. Gegenmaßnahmen werden aktiviert. Verteidigungssystem. Autorisierung LK4D4. Systemadministrator Selina Kyle. Netzhautverifizierung erforderlich. Identität bestätigt. Deaktivierung. Brother Eye, bring GeoSync wieder online. Bruce, der Funk gehört dir. Brother Eye, übertrage auf der alten Justice League-Frequenz. Übertragung.
Wir sind wieder online. Wir haben eine Stunde, um die Zivilisten zu evakuieren, bevor wir Brainiac und die Flotte angreifen. Tja, und da geht's dann in der nächsten Folge weiter mit den beiden Superdamen. Oh, spannend. Cool. Also, bis dann. Tschüss.